Hi Leute, wir sind bei Jörg in Sprockhövel. Wir werden heute sein Aquarium eigentlich komplett auseinandernehmen, alles rausholen, komplett neu einrichten, den Filter ein bisschen umbauen mit einem externen CO2-Reaktor. Wir werden heute eigentlich wirklich das komplette Becken einmal resetten. Wir haben neue Pflanzen dabei und wir haben einen neuen Bodengrund dabei. Wir werden eine neue Rückwandfolie aufziehen und das werden wir euch heute alles zeigen. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Der Jörg, der hat mich angerufen und einen kleinen Hilferuf abgesetzt. Er hat sich vor ungefähr einem halben Jahr ein Becken zugelegt, hat auch ein bisschen Hilfe gehabt von einem Fachmann und das mit dem zusammen eingerichtet. Und jetzt kommt er leider nicht so richtig mit dem Becken klar. Es ist wohl so, dass der ihn da betreut hat, relativ wenig Zeit hat, sich damit dann richtig zu beschäftigen. Und deswegen hat er mich jetzt angerufen, ob ich ihm da helfen kann und einfach mal über das Becken drüber gucke. Auf den ersten Blick fällt hier ganz klar auf, wir haben relativ viel Cyanobakterien in dem Becken drin. Es sind relativ wenig schnell wachsende Pflanzen, viel in Richtung Java-Farn und Kryptokorinen sind ein paar drin und hier so Alternatera, die erkennt man kaum noch, weil die eigentlich völlig überwachsen sind und schon die ganzen Blätter verloren haben. Es sind relativ wenig, für meinen Geschmack, relativ wenig Fische drin, die auch noch relativ klein sind. Wir haben hier ganz viele Relativs. Das ist so das, was auf den ersten Blick eigentlich auffällt. Auf den zweiten Blick würde ich sagen, ist hier ein bisschen wenig Licht drauf auf dem Becken. Ich habe gerade eben mal oben reingeguckt. Es sind zwei Eheim LED-Leuchtbalken drin. Die beiden Varianten, die Eheim halt anbietet. Wir haben zwei Filter verbaut, was ein bisschen seltsam ist, weil einer wird eigentlich reichen. Ah, und es läuft ein Hund rum. Hallo. Genau. Wo waren wir? Eheim-Filter, Generation 5. Einer, würde ich sagen, ist, glaube ich, 600-700 Liter. Ich weiß nicht, irgendwo gab es da mal so einen Sprung bei Eheim. Früher waren es immer 600er, ich meine, jetzt wären es irgendwie 700er. Und einer in Richtung 300, 350 Liter. Mit den 5ern kenne ich mich noch gar nicht so aus, muss ich sagen. Ich habe immer die davor verbaut. Bin halt eher so bei 1200 XL, das ist immer noch 3. gut, ja, also es sind zwei Filter verbaut. Es ist ziemlich viel Strömung drin, finde ich, eigentlich viel zu viel. Und was dann auch noch im Unterschrank auffällt, ist, dass es ein bisschen wirr ist. Ein Schlauch ist ein bisschen abgeknickt. Also ist nicht so ganz glücklich installiert worden und es wurde echt viel Zeug verkauft, was meiner Meinung nach gar nicht so viel nützt. Ja, das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen an. Bei Cyanobakterien fallen mir immer als allererstes die Nährstoffe auf. Die müssen dann gemessen werden, das kann man dann auch nicht sehen. Also man könnte jetzt an einigen Pflanzen Mangelerscheinungen sehen vielleicht, aber das funktioniert nicht, wenn die alle voll sind mit Cyanobakterien. Deswegen immer erstmal Nitrat und Phosphat messen, ganz wichtig. Das haben wir jetzt hier schon gemacht und es ist wundersamerweise beides auf Null. Das heißt, viel zu wenig Fische, die viel zu wenig gefüttert werden. Also war der Verdacht vom Anfang, der war richtig. Da müssen wir was dran tun. So, also kommen wir kurz zur Technik hier. Hier sind die beiden Filter, die wir eben schon angesprochen haben. Weiß ich jetzt gar nicht, wo die sind WLAN gesteuert. Hat er mir gerade gezeigt, man kann die Durchflussmenge einstellen und alles Mögliche. Ansonsten haben wir hier eine CO2-Anlage mit einer 2-Kilo-Flasche, auch von Eheim. Die läuft mit übers Licht, also ist über eine Zeitschaltuhr mit dem Licht zusammen gesteuert. Übrigens auch hier an der Stelle eine relativ gefährliche Geschichte, weil das Licht über einen Computer gesteuert wird. Wenn jetzt die Zeitschaltuhr sich im Rhythmus in irgendeiner Form sagen wir mal, entfernen sollte von der Lichtsteuerung, dann könnte man da schon ein Problem bekommen. Dann läuft das CO2 zu einer anderen Zeit als das Licht. Und das wäre eigentlich gar nicht so gut dann. Wir haben eine UV-Anlage, das ist die 800er von Eheim. Wir haben da oben dieses WLAN-Modul. Und was ich schon lange nicht mehr gesehen habe, wir haben eine Steuerung für ein Heizkabel, also ein Bodenfluter ist verbaut. Bodenfluter ist so eine Sache, muss nicht unbedingt sein, weil die Pflanzen, wenn die wurzeln, die sitzen dann irgendwann in dem Kabel drin. Dann will man die rausziehen und dann hat man irgendwie das halbe Kabel da im Becken rumfliegen. Das kriegt man auch nicht wieder eingebuddelt und wenn man da noch Nährboden mit drin hat, ist es noch schlimmer. Jetzt ist hier auch ziemlich viel Wurzel verbaut. Das heißt, wahrscheinlich liegen auch irgendwelche Schleifen unter den Wurzeln drunter. Ja, ist nicht so der Hammer. Muss nicht unbedingt sein. Naja. Nee, aber das war es eigentlich technisch. Im Übrigen noch eine kleine Sache. Hier sind zwei Abläufe in der Bodenscheibe drin. Die sind außerhalb vom Schacht. Finde ich immer eine sehr gefährliche Sache. Wenn hier mal ein Schlauch irgendwann in den Jahren flöten gehen sollte, dann läuft einfach das ganze Becken leer.
ist nicht so ganz günstig. Kann ich nur sagen, dass ich das niemals so bauen würde. So, jetzt haben wir nochmal mit dem Jörg gerade gesprochen und wir sind uns auch schon einig geworden, das Ding tatsächlich dann auch komplett leer machen. Was ich eben noch gesagt hatte, war, dass es ganz schön wäre, wenn es eine schwarze Rückwand hätte. Im Moment ist da so eine Diffusionsfolie, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, weil das ist so ein neumodischer Schnickschnack. Im Moment ist da so eine Folie drauf, die so einen Milcheffekt hat, was aber eigentlich nicht so richtig gut kommt, weil es aussieht wie die Tapete. Solange man da keine Beleuchtung hinter hat, geht halt dieser Effekt verloren, dass das Licht sich so, ja, dass es so verläuft von oben nach unten oder von unten nach oben. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Deswegen, auch alleine wegen der Pflege schon, würde ich sagen, machen wir eine schwarze Folie drauf. Das hat aber die Konsequenz, dass wir auf jeden Fall das Becken komplett leer machen müssen, weil wir es vorziehen müssen. Wir könnten jetzt, wenn diese Bodenabläufe nicht wären, könnte man auch nur das Becken ein Stück nach vorne rücken und die Folie aufziehen. Das können wir so aber nicht. Deswegen müssen wir wirklich alles rausholen. Und wenn wir dann schon den Kies draußen haben, dann werden wir auch einen Zoll reinmachen. Ich nehme da immer den von Dennerle. Der ist meiner Meinung nach wirklich hervorragend. Ich komme da sehr gut mit klar und den werden wir dann hier einbringen und schön die Pflanzen neu setzen. Ja, und dann wird das ein sehr, sehr, sehr schönes Projekt und ein sehr, sehr, sehr schönes Becken werden. Viel, viel Arbeit in letzter Zeit. Mein Auto bedarf ein wenig Pflege. Ja. Wie immer, wenn wir sowas machen, wird als erstes für die Fische sauberes Wasser in eine Tonne gepumpt. Das ist einfach, wenn wir jetzt anfangen würden, um was rauszureißen, dann hätten wir wieder Dreck im Wasser, dann müssten die Fische in dem dreckigen Wasser schwimmen. Das macht nicht wirklich Sinn, deswegen immer erst was abpumpen. Dann haben die schön sauberes Wasser. Dann kann man auch Dreck machen. Ne? Der Rest vom Wasser geht jetzt heute ja irgendwo in den Garten. Aber wie gesagt, brauchen wir erstmal 200 Liter für die Tonne, damit die Fische da gut in der Zwischenzeit klarkommen. Für wie lange sollen die dann in die Tonne und warum? Also wir fahren das Becken ja quasi neu ein. Ne? Das heißt, es müssen sich erst wieder Bakterienkulturen entwickeln. Auch durch den Bodengrund und alles wird dann einfach Nitrit wieder hochgehen. So lange müssen die Fische irgendwo evakuiert werden. Ne? Das heißt, die werden wahrscheinlich so Richtung 2 Tonnen in dieser... 2 Tonnen. Die werden wahrscheinlich Richtung 2 Wochen in dieser Tonne verbringen. Wir haben hier das Glück jetzt, dass der Jörg 2 Filter am Laufen hat, wobei einer davon dicke reichen würde für das Becken. Deswegen werden wir einfach den kleineren Außenfilter mit hier an die Tonne machen. Dann haben die Fische kein Problem, dass irgendwie Nitrit entstehen könnte oder sowas. Und wir können mit dem anderen Filter einfach das Becken neu einfahren. Krass, wie man das riecht schon, ne? Die Cyanobakterien. Nee. Gott sei Dank nicht. Ja, der ist aber variabel. Nee, alles gut. Ich saug nur eben Wasser an. Warte mal, was hast du jetzt gemacht, ey? Wieder so ein Trick. Ich saug mir da immer einen ab, da um das Wasser da rauszukriegen. Ja, also das, was du mit dem Ansaugen mit dem Schlauch machst, kannst du natürlich auch andersrum machen. Du kannst ja auch erstmal durch die Pumpe einfach Wasser rauslaufen oder durch den Schlauch drücken lassen. Sobald das einmal unter diesem Wasserstand hier ist, läuft es ja. Ich habe den einfach nur dran gehalten. Der pumpt dann eben ein bisschen Wasser rein und sobald es einmal hier angekommen ist im Schlauch, läuft es. Wir können aber schon mal eben die Filter jetzt rausziehen, weil die spritzen dann hier sonst in der Gegend rum. Jetzt muss ich gerade erstmal gucken, wo das hier... Ich glaube, das müssten wir eh mal alles... Naja, müssen wir alles mal auseinandernehmen hier. Sonst kriege ich die Sachen gar nicht raus, glaube ich. Dieser Bodenheizer, ne? Ja, genau, ja. Ja, genau. Das ist hier die Steuerungseinheit vom Bodenfluter, aber den werden wir gar nicht mehr verwenden. Es empfiehlt sich eh nicht bei einem Soil das zu machen. So ein bisschen 80er. Das ist im Grunde genommen, damit die Wurzeln der Pflanzen auch nochmal ordentlich mit Nährstoffen versorgt werden. Der wird ja so in Schlaufen gelegt. Nehmen wir mal die Finger hier, ja? Das ist so eine Schlaufe. Es geht immer so in Schlaufen. Und die Theorie sagt dann, dass über den Schlaufen das Wasser sich erwärmt und nach oben weggeht und zwischen den Schlaufen das kühlere Wasser wieder runtergeht und dadurch soll so eine Zirkulation entstehen. Deswegen heißt er halt Fluter, weil das den Bodengrund durchfluten soll. Das ist aber, glaube ich, eher theoretisch, weil irgendwann ist der Bodengrund zugesetzt und dann passiert da auch nicht mehr so viel. Also den Vorteil, der ist keinesfalls messbar und...
Naja, deswegen macht es ja auch keiner mehr eigentlich, ne? Und kaum jemand bietet es an. Das ist jetzt der alte Diffusor. Genau. Der hat ausgedient. Ist auch, also ich halte da gar nichts von. Sieht zwar schön aus, aber so richtig effektiv ist das eigentlich nicht. Weil immer noch meistens Blasen dann bis zur Oberfläche kommen und einfach verpuffen. Hat man hier auch gesehen, ne? War das so, oder? Ja, ja, Eheim hat das hier so gemacht, dass die Anschlüsse direkt durch den Aquarienboden gehen. Ne? Jetzt wurden hier zwei Filter angeschlossen. Ich glaube, der eine ist eigentlich gedacht, um Wasserwechsel zu machen. Und jetzt ist das hier so, dass der Filter relativ weit rechts steht im Schrank. Und wenn man das, ich weiß nicht, ob man das sieht, siehst du das da oben? Diesen Knick hier. Der war halt so installiert, dass da oben einfach der ganze Schlauch platt gedrückt ist. Und das vermindert natürlich den Durchfluss um einiges. Ist jetzt nicht so optimal. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir den Filter hinstellen oder dem einfach einen längeren Schlauch geben, dass der einmal gerade hängt. Viel anders wird es nicht gehen. Aufgesteckt, ne? Ja. Dann wird das einfach oben rausgehen, kannst den unten abnehmen und mal sauber machen zwischendurch. Wir werden ja gleich sehen, ob da oder was da schon alles dran hängt. Aber da hast du ganz oft Pflanzenteile drum. Gerade wenn du Java-Fahnen zum Beispiel hast. Der setzt sich da dran, da fliegen ja schon mal so kleine Dinger rum, der setzt sich da dran und wächst da drauf fest. Und dann hast du überall die Wurzeln da drin und so hast du ja kaum eine Kontrolle drüber. Also, wie gesagt, wir können es wieder so machen. Ja, das ist ja so gedacht auch von Eheim. Ne? Ja, ja, das klar, ist so. Was mir fast wichtiger wäre, was du ja gesagt hast, ist, wenn das dann nur oben sozusagen hängt zum Absaugen, dass wenn das Wasser mal ausläuft. Ja gut, also der wird jetzt ja auch so tief hängen. Ja, ne? Ja, dann ist das Wasser auch ja, komplett. Genau, ja, ja. Was man machen kann, ist hier ein kleines Loch reinbohren, ja. Dann saugt er hier aber das kleine Loch auch mit. Ja. Aber sollte der mal irgendwo unten Schlauch abfliegen oder so, dann saugt er genau bis zu dem Loch, dann zieht er Luft. Dann zieht er zu viel Luft. Genau, dann saugt er nicht mehr. Ja, aber das wäre mir ganz lieb. Das schon, ja, ja, gut. Also, ich so eine Erfahrung gemacht hatte da mit dem, wie gesagt, das war ja nicht festgemacht. Pass auf, dann würden wir nämlich hier hingehen und die Anschlüsse so legen, dass wir den einfach hier rumlegen, den Schlauch. Ja. Dann könnte auch theoretisch, selbst wenn mal jemand den Hahn aufmachen würde aus Versehen oder so, dann wird er einfach nur in den nächsten Ablauf reinlaufen. Also, ja. Vielleicht sollten wir das dann mal so machen. Wir müssen das nachher eh eins mal auseinandernehmen. Da sind doch überhaupt keine Überwurfmuttern drüber, nichts. Ne? Der sitzt nicht mal einen Zentimeter auf dem Ding drauf hier. Ne? Hat sich echt jemand keine Mühe gemacht. Guck mal hier. Gesehen? Ist drauf? Ja, sowas meine ich immer. Das wurde aufgebaut von jemandem. Ne? Ja. Sowas meine ich immer hier. Also man sieht es ja hier, ne? wie weit der drauf war, ne? An der Stelle. Das sind vielleicht 7 mm oder sowas. Und du kannst es halt so, also sowas drauf. Ne? Und du kannst hier einmal falsch gerüttelt. Das Ding fliegt ab und pumpt das ganze Becken leer. Ne? Das ist, und hier gehst du hin, ein bisschen Kraft, schiebst den da mal eben 3 cm drauf und dann kriegst du ihn auch nicht mehr ab. Ne? So ist es gedacht. Ja. Kommt da später noch ein Sprudelstein oder sowas drauf? Ich habe da gerade ein Loch reingeschnitten. Eigentlich saugt er da ein bisschen Luft mit. Ich muss nur ein bisschen aufschneiden, glaube ich. Weg ist weg. Ich habe da noch gar nicht so den Blick für. Ich finde es nur ziemlich viel. Ich fand so auf dem ersten Bild, was du mir geschickt hast, sah es cool aus, ne? Wo es eingerichtet war. Sah irgendwie ja, stylisch war aus, ne? Ja, genau. Ja, ja. Das war so nicht schlecht gemacht. Ne? War dann. Aber ja, ich finde, so viel Holz muss nicht unbedingt sein. Also die sieht man gar nicht mehr, weil da nur noch Pflanzen sind, ne? Und das ist ein Stück hier, die. Und da können wir gleich mal gucken. Vielleicht nehmen wir entweder die oder die, ne? Mhm. Wobei, die sieht ja wirklich gut aus. Ja. Also nur weil die Pflanzen ein paar Cyanobakterien haben, heißt das nicht, dass die schlecht sind. Ne? Die muss man dann nicht wegtun, die kann man auch abmachen, die Cyanobakterien einfach wieder einsetzen. Sobald das System biologisch wieder stabil ist, geht es auch wieder mit den Pflanzen dann vorwärts. Von Java-Fahren und so bin ich eigentlich nicht so der Freund. Hier ist ein Windelloch drin, den finde ich eigentlich ganz schön und da gucken wir auch, dass wir ein bisschen was davon mitnehmen. Problem bei Java-Fahren und anderen langsam wachsenden Pflanzen oder langsameren Pflanzen ist dann eigentlich immer, dass die Blätter eine sehr lange Standzeit haben und dadurch nicht besonders schön aussehen. Und außerdem vermehrt sich die Pflanze auch ziemlich heftig. Das heißt also, auf den Pflanzenblättern bilden sich kleine Ableger und die fliegen dann irgendwann im Becken rum und setzen sich überall fest. Manchmal merkt man das gar nicht. Ja, kann auch mal im Filterkorb sein, dann wachsen die den ganzen Filterkorb zu, man sieht es nicht, ist irgendwie ein bisschen nervig. Aber hier sieht man das auch, ne?
So funktioniert das dann hier. Der wächst dann auf dem Blatt, ein kleiner Ableger, und der fliegt dann wieder in der Gegend rum. Haben wir hier eigentlich überall. Und die Blätter werden dann auch innen drin immer mal braun, und man hat da, muss da viel zuppeln, damit der immer schön aussieht. Die Spitzen, die gehen dann schon mal kaputt. Das liegt jetzt auch gar nicht unbedingt nur daran, dass das Wasser hier nicht in Ordnung war, sondern ja, das ist auch einfach schon mal so bei der Pflanze. Ne? Ja. Also Vallisneria brauchst du auch nicht mehr hier drin, ja? Ich würde drauf verzichten. Ja. Also ich finde, die sehen gar nicht so schlecht aus, aber die wachsen halt so blöd überall drüber und durch alles durch. Und ist halt sehr pflegeintensiv, und wenn du mal 4 Wochen nicht aufpasst, hast du das ganze Becken in Beschlag. Ja, wie gesagt, also da sind auch Kalkadern drin. Ich würde mal ein paar halten, wenn mal die Carbonathärte sehr stark runtergehen sollte. Das kann man dann ja messen, dann kann man mal 2, 3 reinlegen. Ist auch egal, ob man die dann sieht oder nicht. Guck mal, was hier im Boden schon drin ist. Ist auch ein super feiner Kies, ne? Setzt sich natürlich sehr schnell zu auch dann. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich Soil gerne benutze. Weil dann ziehst du so eine Pflanze raus und schüttelst einmal, und dann ist der ganze Soil ab. Dann hast du nur noch die Wurzel in der Hand. Und das gehört ja nun mal dazu, dass man auch mal eine Pflanze, ja, sag ich mal, entwurzeln muss und neu setzen muss. Und hier, ne, ziehst du eine Kryptokurine raus, hast direkt einen halben Kilo Kies dranhängen. Ist dann nicht so schön, ne? Kriegst du ja gar nicht mehr raus. Die sieht steinlos aus. Ja, die wiegt, glaube ich, auch schon ein bisschen, wenn die voll ist hier. Ja, 20 Kilo vielleicht. 15 auf jeden Fall. So viel Dreck. Ja, beim Moos hat man immer ein bisschen die Gefahr, weil das ja auch nicht hochschwimmt. Ne? Also wenn du ein loses Stück hast, du nimmst jetzt ein Blatt ab oder so, das schwimmt ja direkt zur Oberfläche hoch. Ja. Und beim Moos, das geht unter. Das macht der Java-Farn dann auch übrigens. Also das, was wir gerade eben erklärt haben. Ne? Ja. Eigentlich ist die nicht schlecht. Ja, auch in der Farbe? Ja. Es kommt ja immer darauf an, was drumherum steht eigentlich. Ne? Ja, ja, das ist so. Die so in einem Mix mit anderen Pflanzen sieht die schon mal ganz cool aus. Scheiße, da ist so ein Stein auch drin gewesen. Ne? Ja, hier kommt noch mehr. Jetzt könnte man eigentlich gleich mal anfangen, ein paar Fische rauszuholen. Laufen wild in der Gegend rum hier. Wahnsinn, wie viel das ist, ne? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Es wird laut. Ja, die Schlauchstellen, die unten gefehlt haben, die haben wir gerade hier oben gefunden. Die lagen einfach auf den Anschlüssen so drauf. Warum auch immer. Ja. So, mal gucken. Ja, also jetzt haben wir aber welche aus Metall, die man ordentlich anschrauben kann, weil die sind eh so ein bisschen, naja, die werden nur so eingeklipst hier. Ich nehme sowas hier, ich habe irgendwann mal sowas gekriegt. Da kann man prima seine Schlüssel mit zusammenhalten. Wir nehmen die aus Metall für unten, die sind einfach nochmal eine Nummer sicherer, aber trotzdem wäre es besser gewesen, die wären unten drauf gewesen, dann wären die Schläuche nicht einfach so abgegangen eben.
Gut. Kratzer arbeitet, muss man eigentlich immer gucken, dass die Scheibe ein bisschen nass ist. Sonst funktioniert nicht so richtig. Und immer mit den Nähten aufpassen. Ganz wichtig. Könnte man hier was jetzt, also könnte man auch als Meerwasser nehmen oder wollen wir ein ganz anderes Aquarium machen? Um ein anderes Aquarium für. Ja. Okay. Also viel aus Glas oder was? Nee, das ist egal. Das ist das Gleiche. Du brauchst einen Schacht mit drei Bohrungen drin, wo spezielle Anschlüsse rankommen. Und den hast du hier nicht. Weil du hast noch ein Aquarium im Unterschrank, wo die ganze Technik drin steht. Ja. Und ja, das geht halt mit dem nicht, ne? Ja. Und es gibt dann immer mal wieder Leute, die sich ein Süßwasseraquarium irgendwie umbauen, ne? Aber das ist alles Murks und dafür ist das auch einfach am Ende viel zu teuer, um sowas dann... mit so einem, ja, so einer Halbgarn-Geschichte dann umzubauen, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja.